Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Bus Simulator 18 Video. Heute kümmern wir uns um die Verbindungslinie. Oh Gott, das wird eine super Folge, vor allem wenn jetzt wir gleich randommäßig die Nacht bekommen. Nach Tagen, wahrscheinlich auch aufgrund des ganzen windigen Wetters draußen, weil gestern war es auch verregnet. Aber heute scheint die Sonne so häufig. Also ich kann euch versprechen, wenn es eine Nachtfahrt wird, dann werde ich die ein oder andere Sache übersehen. Aber wir fangen jetzt diese Strecke hier, die Verbindungslinie so gesehen. Warum auch immer da jetzt eine Dings steht. Jetzt müssen wir halt nur das noch hinbekommen, dass wir das ist ja ein fieser Spot hier, ne? Weil wir halt hier gezwungen sind, da lang zu fahren. Was ist, wenn wir hier lang fahren? Kommen wir da auf unter 20 Minuten? Exakt vom falschen Stellen. Ja. Gut gemacht. Einige Sehenswürdigkeiten haben bereits merklich höhere Besucherzahlen. Ich bin zuversichtlich, dass wir diesen Erfolg wiederholen können. In Seaside Valley gibt es einige hübsche Orte zum Spazierengehen, aber die Flusspromenade und den Wald im Süden von Westfield sind die beliebtesten, sowohl bei den Anwohnern als auch bei den Touristen. Also, bitte erstelle zwei Routen entlang dieser Wege, damit die Leute einfach zu- und aussteigen können. Erstelle zusätzlich nach einem langen Spaziergang würden die Leute sicher gerne am Wasser entspannen. Ja, ich glaube, wir haben das gerade ein bisschen gekappt, leider. Aber gut, dann fahren wir mal die Strecke. Im Loop-Modus sollen wir das Ganze jetzt machen. Also Rundfahrt aus. Ah ne, Moment, ich wollte noch sagen. Wir haben ein weiteres Ass in der letzten Folge auch bekommen. Sprich, wir haben zumindest schon mal ein Ass frei für die Strecke Nummer 3. und wir werden dann nochmal gucken, ob wir noch ein paar andere Sachen, ein paar andere Asse verschieben können. Mal schauen. Wir hatten beim letzten Mal den Urban Way. Ein Urban Way 18 Meter. Nehmen wir jetzt den MAN Line City CNG, ja, würde ich sagen, oder? Wenn ich ihn finde. Darwin. Rundfahrt aus, Loop an und dann haben wir den ganzen Bums. Und es ist Tag. Wunderbar. Dann entsperren wir das Ganze. Das wäre ja direkt daneben hier beim MAN. Dann müssen wir wahrscheinlich nach dieser Tour noch einmal, müssen wir nach dieser Tour noch einmal fahren, damit wir auch diese Mission abgeschlossen haben. Und dann haben wir es hinbekommen, dass wir eine komplett neue Mission, eine, wo wir, obwohl wir schon so weit fortgeschritten sind, halt innerhalb von einem Tag, von einer Woche abgeschlossen haben. Habe ich schon wieder den Motor ausgemacht, ne? Boah, würde mich interessieren. Okay, ich kann den auch mit U dann wieder anmachen. Okay, ich verstehe. Das ist schon mal gut zu wissen, dann muss ich nicht komplett dann die den Strom und so weiter rausnehmen, beziehungsweise muss ich nicht wieder komplett alles mit I ausmachen, sondern kann ich einfach nur den Motor wieder anmachen.
Wunderbar. Dann fahren wir erstmal die gefühlten 3 Kilometer zur ersten Bushaltestelle. Ach, schon wieder schön hier im MAN zu sitzen. Auch wenn ich doch immer nicht ganz verstehe, warum das hier, wo wir uns gerade drauf befinden, eine Vorfahrt-Gewährenstraße ist und keine Vorfahrtstraße. Aber gut. Ist halt wie es ist, ne? Kann man auch nicht ändern. Langsam müssen wir sowieso noch mal fahren, ab und zu mal. Ach, ich bin echt gespannt auf den neuen Teil. Ich freue mich da echt schon drauf. Natürlich auch noch auf die anderen Bus-Simulatoren, die ich quasi auf meiner Wunschliste habe, die höchstwahrscheinlich dieses Jahr rauskommen. Das wäre zum einen The Bus von TML Studios. Was war denn da noch? Da müsste ich jetzt gleich nochmal nachgucken. Oh Gott, Sonne kommt raus. Ich sehe nichts mehr. Hilfe. Was so eine gute Idee ist, dass ich heute wirklich eventuell 2 Bus-Simulator 18 Folgen aufnehme oder 2 Bus-Simulator 18 Videos aufnehme und eventuell nochmal ATS. Schwierig. Wenn das mit der Sonne weiterhin so bleibt. Aber The Bus soll ja Berlin, zumindest die Strecken, die dort dargestellt werden, ein 1:1 darstellen. Zumindest steht es bei Steam. Mal schauen, wie das wird. Nächster Halt, Siegwalden, Lido. Kommt aber natürlich auch erst im Early Access raus, soll wohl 3 Phasen geben. Eine Fahrkarte bitte. Ein. Wir gehen erstmal durch. Hier. Haben wir das zumindest schon mal hinter uns. Dann werde ich es wahrscheinlich auch schon dann im Early Access mal antesten. Ähnlich wie ich es damals bei On the Road gemacht habe. Schön. Ich gucke noch mal kurz nach. Give me a second. Einfach damit ich das auch noch mal hier so ein bisschen angebracht habe, da ich das letzte Mal das im Livestream nur gemacht habe. Gesagt habe, so Bus-Simulatoren. Da wären dann noch, ich habe mittlerweile natürlich die Sachen wieder reingepackt, Bus World und Simbus. Ich bin jetzt aber gerade unsicher, was jetzt das eine oder das andere macht. Ich gucke noch mal kurz nebenbei nach. Bus World soll auch Early Access sein. Genau, Bus World war, dass man halt auch in Tschernobyl fährt. Bus World ist weniger ökonomisch. Also Sebast soll auch ein, also soll sowohl ein, so nennen wir es mal, einen Arcade-Modus haben, als auch ein Economic Mode. Bus World. Bei Bus World bin ich mir gerade unsicher. Bei Bus World hat man auf alle Fälle so gesehen Missionen und so. Also man kann beispielsweise in Tschernobyl fahren. Und halt noch andere Dinge, genau weiß ich gerade nicht mehr, aber ist halt ein anderes, ne? Ist halt nicht vergleichbar. Und dann, das war das andere noch, muss ich gleich gucken, wenn ich dann Zeit dafür habe. Weiß ich nämlich gerade selber nicht mehr wieder ganz genau, wo ich es gerade gesehen habe. War das Sebastian oder sowas in Richtung? Auf jeden Fall
so gesehen drei Bus-Simulatoren, die dieses Jahr rauskommen, die dieses Jahr rauskommen können, um es mal so zu formulieren, auf die ich gespannt bin, die ich auf der Wishlist habe, die ich mir mit sehr, sehr großer Wahrscheinlichkeit angucken werde. Da bin ich auch schon sehr gespannt drauf. Oh Gott. Oh, und ich habe natürlich vergessen, auf meiner Wishlist ist natürlich noch nicht Bus Simulator 21. Sofern das dieses Jahr rauskommt, werde ich dann natürlich dann auch. Ich meine, das soll dieses Jahr, glaube ich, rauskommen. Ich weiß schon gar nicht, ob irgendwie schon was Bekannteres da ist. Das habe ich jetzt gerade überhaupt nicht auf dem Schirm. Oh. Ist das belastend. Aber das werde ich dann auch anschauen und anzocken. Es ist so belastend, dass man. Ich habe sowieso schon so schlecht geschlafen, weil ständig irgendwie der Wind, dann irgendwie den Regen gegen die. Oder der Sturm, besser gesagt. Den Regen gegen die Fensterscheibe gepeitscht hat. Ich habe, glaube ich, 2 Stunden weniger geschlafen als sonst und bin. Ja. Mehrfach wach geworden. Dann kommt das noch die Sonne dazu. Oh Gott. Geht echt gut auf die Augen. Wenn ich prinzipiell ATS aufnehmen sollte heute, um das zumindest schon mal hinter mir zu haben. Werde ich höchstwahrscheinlich das nicht machen können, weil es einfach keine gute Idee wäre. Danke, dass Sie so pünktlich sind. Bitte schön, um es mal so zu formulieren. Schauen wir mal, alles aussteigt. Oder wie alles einsteigt. Eine Fahrkarte bitte. Klar. Augenblick. Ich hab ihn mal klar. Na klar, hier, bitte. Bin verwirrt. Wo hab ich den? Es ist echt kein guter Tag, um jetzt hier wirklich so konzentrierte Sachen zu machen. Okay. Aber Sachen, wo ich ein bisschen konzentrieren muss. Ist schön. In der Zwischenzeit werden wir jetzt hier warten, bis es weitergeht. Kann ich mich hier nochmal kurz informieren über die beiden Spiele und dann fahren wir dann gleich gemeinsam weiter. Ich habe mich zumindest schon mal so ein bisschen wieder über Sebastian informieren können. Ich glaube sogar mehr, als ich zuvor schon wusste. Das sind mal so die Basics. Bitte schön. Also hier Buzzworld, ne? Also bei Buzzworld, da gibt es halt zum einen die Chernobyl Exclusion Zone, die wird zumindest mapmäßig auch dargestellt. Dann gibt es Southern China zu unseren Zeiten, also jetzt nicht wie 1986, wie jetzt bei Chernobyl. Mit Serpentinen und so weiter. Und es gibt halt verschiedene Modi. Es gibt einmal so Standard-Szenarien, also es gibt mehrere Arten von Szenarien, sag ich jetzt mal. Zum einen halt, dass man halt einfach so wie wir es hier haben, dass man Leute von A nach B fährt und C und D und whatever, wie viele Busse halt schon es halt gibt. Dann gibt es halt Szenarien mit technischen Problemen, zum Beispiel, dass man jetzt irgendwie halt Probleme mit dem Truck hat, dass dann irgendwie plötzlich das Lenkrad nicht mehr vernünftig lenkt oder man eine Motorfehlfunktion hat oder sonstiges. Und dann gibt es noch so die Szenarien, Desaster-Szenarien, also beispielsweise jetzt Tschernobyl, dass dann halt dass da der Reaktor dann explodiert, dann Waldbrände kann es auch geben, so als Desaster, Fluten,
Tornados, beispielsweise halt in China könnte es Tornados geben, Tsunamis, Fluten und so weiter. Also das klingt schon sehr interessant. Da bin ich auch sehr gespannt, wie das so ist. Ich sehe gerade auch, ich muss mal kurz runterscrollen für. Damit wir erstmal hier bei dem einen bleiben. Bei dem einen Game. Und dann kann ich mich gleich wieder noch was über das andere informieren. Aber das sind jetzt alles die Informationen, die ich jetzt gerade hier hauptsächlich hier von der Steam-Seite down rausziehe. Ne? Also vom Steam Store, von der Seite, vom Game. Es gibt jetzt auch ein Level-System, dass man. Wir sollen ein Level-System geben, dass man. Je weiter man quasi sich hochlevelt, dass man gestern sind wir an neue, einer rosa Kuh vorbeigekommen. Ja, die habe ich auch gesehen. Dass man neue Szenarien freischaltet, dass man auch Möglichkeiten hat, mit jedem Bus so gesehen die Szenarien dann irgendwann zu fahren und auch Upgrades und so weiter und Busse freischalten und so weiter und so fort. Also sehr viel, was wir haben hier ja auch so gesehen so einen den freischaltmäßigen Aspekt hier drin, dass man weitere Busse und Decals und so weiter freischaltet, aber es ist halt beinahe wieder das Gefühl gehabt, geblitzt zu werden. Sie blockieren die Tür. Eine Fahrkarte bitte. Schnappen muss mal den Kerl, laufen wir hinterher. Was? Ach so. Und ja, das ist so zumindest erstmal so die Rohdaten zu dem Game. So. Das wird Studenten. Danke. Eine Fahrkarte. Einzelstandard booken. Danke. Ich brauche mehrere Fahrkarten. Aber da freue ich mich schon echt drauf. Nein, da wollte ich nicht hin. Ich wollte wieder zur Wishlist. Dann fahren wir mal weiter. Oh Gott, wenn wir gleich wieder Zeit haben, wo ich warten muss, dann schaue ich mir nochmal dann an, wie das andere Spiel ist. Aber das klingt doch zumindest alles schon mal echt sehr vielversprechend. Auch wenn ich ja mehr so der ökonomischer Spieler bin, der mehr so auf den wirtschaftlichen Aspekt aus ist, so gesehen, oder der den wirtschaftlichen Aspekt, wenn der in Spielen da ist, halt immer nutzt. Beispielsweise, ich bin ja eher derjenige, der jetzt bei Transportfieber, der halt dann eher auf den Wirtschaftsmodus geht und nicht auf den Sandbox-Modus. Aber das ist halt auch wieder so ein Ding, das ist halt, also bei Buzzword, da ist halt das Ding, dass ich mich, dass ich schon lange mehr oder weniger darauf, ja gut, was heißt lange, eigentlich warte eher so auf was Mäßiges wie von Extreme Trucker, eher so im, ja eigentlich allgemein kann man das schon eher sagen und das kommt dem doch schon ganz gleich, ne, weil, ich bei, hätte gerne ein paar Fahrkarten. Na klar. Extreme Trucker und Extreme Trucker 2. Ach, wer auch immer alles eingestiegen ist, haben wir jetzt einfach Glück gehabt, dass ich keine Ahnung mehr habe. Weil ich auch keine weil die Konzentration auch nicht so stark da ist. Danke. Aufgrund der Sonneneinstrahlung und ich die ganze Zeit hier gerade ausgesetzt bin. Studententagesticket. Boah, ich bin richtig müde hier wieder. Danke. Von daher freue ich mich da schon ziemlich drauf, weil es halt, auch wenn den Freischaltmodus hat, man halt auch andere Challenges.
Aber man hat mal Challenges und so weiter und erlebt halt immer was Neues und man hat halt auch so den den Aspekt der Nächster Halt, Fischgrund. Ach, fuck off, ey. Jedes Mal derselbe Kack. Dass ich irgendeine Tür wieder entsperre, weil ich zu schnell hier wieder einsteigen will. Von daher bin ich da schon sehr gespannt drauf, auch auf die Serpentin. Also, es ist halt viel, da hat man wieder so einen Challenge-Aspekt mit drin, ne? Also, da freue ich mich schon drauf. Das kann einfach nur gut werden. Und da werden wir auf jeden Fall, werde ich auf jeden Fall mir das, also Buzzworld werde ich mir auch auf jeden Fall holen. Und da werden wir jede Menge Spaß und jede Menge Challenges haben. Und jetzt möchte ich eigentlich nochmal gleich eine rote Ampel haben. Um kurz nochmal rauszuscrollen, weil ich den Namen des Spiels doch schon wieder vergessen habe. Ich glaube, es war Buzzim, einfach nur Buzzim. Buzzim ist halt Lass ihn überfliegen. Ja, Buzzworld. Die Main Features von Buzzworld sind, dass man halt historische und moderne Busse fahren kann und dass man wohl realistische eine realistische KI hat. Also eine realistische fahrende KI. Gut. Da wissen wir ja, egal, ne, sie kann realistisch sein, aber es ist halt trotzdem immer noch nur ein Game. Es ist halt immer noch nur eine KI und eine KI kann halt auch nicht alles. Darf man nicht vergessen. Aber, ah ne, wir müssen noch hier bleiben. Wir haben halt hier nochmal. Die Locations, also es soll Städte geben in den USA, in Europa, in China, von verschiedenen Ehren, oder bisher von verschiedenen Äras, wir müssen, oh Gott, ich sehe einfach den Bus und denke, ich muss hier raus, meine Güte, vor allem, weil ich noch im Hinterkopf hatte, dass wir noch hier mal halten müssen, die Locations, also das Mapping der Locations soll mit mit geodatischen Daten gemacht worden sein. Also geodatic Data. Es soll echt Zeit-Wetter-Konditionen geben und einen kompletten Day-and-Night-Circle, was schon mal sehr, sehr nice ist. Authentische Bus Physics und auch Sounds. Nächster Halt, Fischgrund. Interaktive Passagiere, also wahrscheinlich so mit interaktiv ist wahrscheinlich das so gemeint wie jetzt hier bei Bus Simulator. Ich brauche einige Fahrkarten. Dass man hier mit den Leuten zum einen, dass man denen die Tickets wahrscheinlich geben, auszahlen kann und geben kann, oder dass man denen auch. Dass die auch quatschen, dass man Gespräche wahrscheinlich hat und dass man vielleicht auch Tickets überprüfen kann und so weiter und so fort. Dann soll es noch einen Multiplayer-Mode geben. Ach, ist doch egal, weil es eingestiegen ist. Ob es wirklich zum Multiplayer-Modus kommt, das ist halt wieder eine andere Sache. Aber das könnte schon mal sehr interessant werden. Und das heißt Simbas. Das ist dann halt von SimRail. Da gibt es sogar schon interessante Screenshots. Ja. Ja, das sieht doch schon mal ganz schnieke aus. Aber das sind zumindest so die Bus-Simulatoren, die ich so ins Auge gefasst habe für dieses Jahr. Oder die dieses Jahr eventuell released werden, um es mal so zu formulieren.
Ob es dann halt dazu kommt, ist halt wieder eine andere Sache. Aber so ist das nun mal. So, mittlerweile sind da uns noch ein zweiter Bus, also noch ein dritter Bus so gesehen hinter uns. Nächster Halt. Fahren wir mit der Qualter nach Sigwalden-Lido. Was, das ist die Endstation? War doch ein Loop. Ich dachte, wir müssten dann nochmal woanders hin. Okay. Offenbar nicht. Ich habe doch Loop-Modus ausgewählt, oder? Merkwürdig. Na gut. Wenn es das Spiel sagt, dass es die Endstation ist, dann ist es halt die Endstation, dann warum eine Endstation? Und die Fahrt geht noch geradeaus weiter. Hä? Nein. Jetzt habe ich den Retarder aktiviert. Ach. Deswegen. Nächster Halt, Sigwalden. Habe ich jemals an der falschen Haltestelle die Tür aufgemacht? Ich habe das Gefühl, das ist das erste Mal. Ja. Genau, also quasi, ich warte auf, so gesehen, auf vier neue Bussimulatoren. Um das nochmal hier aufzulisten, einmal The Bus, dann Bus World, Simbus und natürlich Bus Simulator 21, der Nachfolger von diesem, oh Gott. Diesem. Was hältst du davon, wenn wir morgen zum Strand fahren? Radio. Ich habe ab 4 Uhr frei. Das klingt ziemlich gut. Aber ich muss erstmal schauen, ob ich noch in meinen Badeanzug passe. Da werden wir auch mit Angel Shores und vor allem mit Elektrobussen. Wir werden einfach mal Elektrobusse haben. Das wird, also egal ob das jetzt eine Mission ist oder nicht, ich werde das so machen. Ich werde das quasi so in Anführungszeichen dann irgendwann ausspielen, ne? Also so gesehen so einen gewissen Roleplay-Faktor mit reinpacken, sagen wir es mal so, dass wir quasi dass irgendwann dann, dass dann jemand gesagt wird von der Stadt hier, hey, wir wollen das gerne so haben, dass wir entweder nur mit Erdgas fahren, also dass es nur noch Erdgasbusse gibt, falls es Erdgas gibt, oder nur mit Elektro. Wir wollen komplett die grüne Schiene fahren. Und das darauf wird es im Endeffekt hinauslaufen. Da fahren wir jetzt ja auch gerade aus, weil das mir ist egal. Darauf wird es im Endeffekt hinauslaufen. Sprich, das wird so gesehen, in Anführungszeichen, die. Ja, man kann es nicht als neue Meta bezeichnen, weil. Ist halt die Frage, ob es eine neue Meta sein wird, ne? Also ist halt die Frage, wie effizient halt die Busse sind. Wenn. Die Busse, sagen wir mal. Weniger verbrauchen, mehr Platz haben. Und für alle Fahrgäste, sprich auch für Leute im Rollstuhl geeignet sind. Soll ich jetzt nach links oder nach rechts? Könnt ihr euch mal entscheiden? Wenn diese drei Faktoren quasi gegeben sind, dass sie effizient, also spritsparend sind, effizient sind, was jetzt die, die maximale Passagieranzahl betrifft und halt die Zugänglichkeit, dann
könnte es eine neue Meta werden, aber egal ob es eine neue Meta ist oder nicht, selbst wenn wir irgendwann alle Missionen durch haben, das wird dann quasi so das Endgame sein, was ich dann quasi für das Projekt so gesehen nutze. So, darauf wird es auf jeden Fall dann hinauslaufen. Schön, wenn wir einfach gerade eine gute Welle haben. Fällt mir sehr gut. Den Müll nehmen wir dann auch wieder später mit. Wenn ich es jetzt gerade richtig im Blick habe, gibt es dann zumindest. Dann gibt's, es gibt drei Spiele. Bis auf Buzzworld sollen alle drei Spiele einen Multiplayer-Modus bekommen. Also was soll einen Multiplayer-Modus bekommen? Bus Simulator 21 hat ja sowieso dann wahrscheinlich auch wieder den Koop-Mode, wie wir den jetzt auch hier in Bus Simulator 18 haben. Also ich gehe mal sehr stark davon aus. Ich meine, das in Erinnerung zu haben, dass es gesagt wurde, dass es auf jeden Fall einen Koop-Modus geben wird im letzten Livestream. Von Digital Packs war es, glaube ich, ne? Der letzte Livestream. Und das andere Game war Simbus, genau. Ich habe auch schon Punkte fürs Blinken. Und die rote Ampel, die nehmen wir nochmal schön mit. Wunderbar, schöne freie Bahn, freier Platz, oh Gott, das war knapp. Das war knapp, knapper als gedacht. Also wir hängen nirgendwo fest, aber wir hängen fest. Den Motor auszumachen. Hallo, dankeschön. Genau, einmal durch den Bus durch. Hallo, Müll, dankeschön. Den wollen wir mal aussteigen und Busse auf die Strecke packen. Wunderbar. Das haben wir jetzt auch abgeschlossen. Und dann brauchen wir jetzt nur noch ein paar. Ich glaube, einen Bus können wir noch kaufen. Promenade. Wir haben jetzt hier von allen wieder eine. So, da haben wir ein Ass-Fahrer. Zwei Ass-Fahrer. Drei Ass-Fahrer.
4 als Fahrer und dann nehmen wir noch einen weiteren Bus. Wir haben das Geld. Kaufen den Villa King einfach mal noch nicht. Und dann verheißen wir hier. Da bestimmt ein Citaro K dabei. Urban Way. Da ist noch ein Urban Way 12 Meter. Hallo, ich möchte einen Urban Way 12 Meter haben. Knapp. Und dann haben wir noch einen neuen Bus gekauft. Jetzt brauche ich alle Asse. Einmal Nicole. Ah Gott. Wir machen erstmal lieber mit Scrollen, das ist einfacher. Ich hab vergessen, den einen Ast, das eine Ast einzustellen, ne? Ne, gar nicht wahr. Passt. Ja, es ist überlastet, ist klar. Ist halt nicht effizient, aber mit der Schreckenzeit haben wir. Im Loop-Modus sind wir es gefahren, wir haben exakt 5 weitere Stellen, das heißt, wir haben jetzt hier 5 von 5. Heißt, wir müssen noch eine einzige Tour fahren, dann haben wir auch die Beinarbeit-Mission abgeschlossen. Das machen wir dann beim nächsten Mal. Ich denke, wir werden einfach ein kurzes Ding rausmachen, damit wir es hinter uns haben. In dem Sinne bedanke ich mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat dir gefallen und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Bus Simulator 18 Video wieder.